Katze sprechen. Wir stellen uns jetzt mal ganz kurz vor, dann haben wir Anfangsgag, bei mir geht es wieder um Sex, noch um Katzen, vielleicht ein bisschen um Schweine, aber eigentlich geht es um Zeitung. Nämlich mit dem Fall der Medienkultur in Deutschland brauchen wir noch einen kritischen Journalismus von der FAZ zur Schwerpunkt, ein bisschen vermessen. So, ich will Sie mitnehmen erstmal in die Welt der Zeitung. Wie viele Zeitungen werden noch gelesen? Die obere Linie zeigt, wie viele junge Leute noch Zeitungen lesen, 55% jetzt gerade noch. Und die untere Linie zeigt, wie viele Zeitungen werden in Deutschland noch verkauft. Es sind 6 Millionen weniger in den letzten 10 Jahren geworden, noch 22 Millionen. Das war übrigens die einzige Zahl der Welt für frühere Jugend. Ich will Sie mitnehmen nach Anklam in Mecklenburg-Vorpommern. Ein kleiner Ort, wo es noch eine einzige Zeitung gibt, 4 Redakteure, ein Gebiet mit 500 Kilometern abzudecken, 4 Zeitungen. Und da ist ein Bürgermeister angeklagt worden in Korruption, aber keiner kam zur Urteilsverkündung. Es gibt noch eine Konkurrenz in Anklam, im Kreis Wallroden, der ist aber von der NPD gesponsert. Das ist Journalismus, den Ostdeutschland teilen. 4 Journalisten sitzen im Landtag, kontrollieren die Landesregierung, müssen wir uns mal vorstellen, ob da noch eine Waffengleichheit herrscht. Zum Thema Waffengleichheit noch viel mehr. Nun ist Ostdeutschland, Nordostdeutschland ein extremes Beispiel, aber es zeigt, dass die Verlage sparen und dadurch in vielen Bereichen relativ wenig Chancen da sind. Waffengleichheit. In Berlin kennen sich etwa 15 Abgeordnete mit allen Details des Risikostrukturausgleiches aus. Es gibt etwa 8 Journalisten, die sich damit auskennen, ich zähle nicht dazu, aber 150 Lobbyisten in Berlin, die sich mit dem Thema beschäftigen. Das ist so ein bisschen die Verhältnisse, die wir haben. Jetzt kommt noch eine spannende Geschichte im Internet. Schauen Sie diese Meldung mal an. Fallschirmer erhält die Literatur einen Ludwig-Wörle-Preis. Und darunter, Beyoncé hat sich aber drin mit dem neuen Film Obsessed an der Spitze der US-Kinocharts gespielt. Offensichtlich eine Falschmeldung. Diese Meldung kam in 150 deutschen Online-Portalen, weil DPA das falsch gemeldet hat und es alle falsch übernommen hat. Das ist Online-Journalismus. Jetzt kommt die Schweine. In Neubrandenburg, wir sind wieder beim Nordkurier, gab es eine Fernzugsanlage, die gebaut werden sollte. Die Bürger haben protestiert mit diesem Plakat. Schweine, Profit, gleich zu merken. Kein einziger Redakteur hat es geschafft, zur Verkündung dieser Versammlung zu kommen, obwohl die Fertigungsanlage direkt neben der Zeitung stand. Jetzt fragen Sie sich natürlich Internet, das macht ja alles viel besser. Wir haben Leserreporter, die berichten direkt sozusagen aus dem Leben. Wir brauchen keine Redakteure, keine Journalisten mehr. Was machen wir aber, wenn der Leserreporter mal schläft? Wenn es dann keine Journalisten mehr gibt, die darüber berichten können. Also ein bisschen zwiespaltige Geschichte mit dem Internet. Ist ganz toll, ist direkt, ist online, ist Twitter, ist hinten schon werden. So. Jetzt kommt die nächste Folie. Die nächste Folie zeigt sich was zum Thema Qualität. Das ist Hans Leyendecker, einer der bekanntesten Investigationsjournalisten, hat den Schwarzgeldskandal der CDU aufgedeckt, er hat den Flix-Skandal aufgedeckt, Süddeutsche Zeitung, das Flaggschiff des Qualitätsjournalismus in Deutschland. Wem gehört das? Kennen Sie diesen Mann? Wahrscheinlich nicht, es gibt relativ wenig unscharfe Fotos, deswegen ist das Foto auch unscharf. Das ist Richard Redmann, der Geschäftsführer der Südwestdeutschen Medienholding. Jetzt können Sie fragen, wer ist die Südwestdeutsche Medienholding? Dieser Mann ist einer der wichtigsten Zeitungsmacher in ganz Süddeutschland. Das kommt jetzt auf die nächsten Folien, ist ein bisschen komplizierter, aber relativ leicht zu verstehen. Das ist die Südwestdeutsche Medienholding, eine kleine Firma irgendwo in Möhringen. Dieser winzigen Firma gehören die Stuttgarter Zeitung, die Stuttgarter Nachrichten, der Schwarzwälder Bote und seit neuestem die Süddeutsche Zeitung. Zunächst wurden beim Schwarzwälder Bote Stellen abgebaut, dann wurde bei der Stuttgarter Zeitung Stellen abgebaut. Zurzeit weilt Herr Redmann in München. Sie ahnen, was passiert. Auch in der Süddeutschen Zeitung werden Stellen abgebaut. Zweites Beispiel, Bruno und Jahr. Ein riesengroßer Finanzkonzern. Sie kennen die Titel, relativ bekannt, Financial Times. Da wurden 4 Redaktionen zusammengelegt, 70 Redakteure entlassen. Und man hat gemeint, mit einer Redaktion kann man doch auch 4 Zeitungen bedienen. Sie können sich überlegen, was dabei rauskommt. Nächstes Thema, PR statt Journalismus. Der Stern hat eine 28-seitige Beilage von IKEA, von IKEA, produziert von IKEA ausgegeben. Journalisten haben da eigentlich gar nichts mehr mit zu tun. Der Fokus hat eine Finanzbeilage und Finanzdienstleistungen herausgegeben, finanziert, produziert von HWD, Finanzmittel. So, jetzt können Sie sagen, bei uns ist alles besser. Jetzt kommt der selbstkritische Teil. Achtung, die Schwäbische Post vom Samstag. Die Region unter der Katzenburg ist abgebildet mit 5 Kurzmeldungen. Ganz selbstkritischer Einwand. Auch hier bei der Schwäbischen Post haben wir nicht immer genügend Redakteure, alle Regionen so abzudecken, dass wir sozusagen immer auch alle Regionen richtig bedienen. Ja? So, genug über Selbstkritik, sonst bin ich auf dünnem Eis, deswegen kommen wir zur Konkurrenz. Ahne Nachrichten von der Schwäbischen Zeitung und Heidenheimer Zeitung. Gleiches Phänomen, Ahne hat mir mal 5 Redakteure der Ahne Nachrichten
jetzt sind es noch zwei. In Heidelberg hatten wir mal zwei Zeitungen. Heidelberger Zeitung, Heidelberger Neue Presse. Jetzt ist es nur noch eine. Der Titel existiert zwar so. Sie sehen, das kann überraschend sein, die Folie. Wo ist der Lichtblick? Bevor Sie depressiv werden, ja? Hier ist der Lichtblick. Der Mann kauft die Geschichte des Spiegels. Acht Redakteure recherchieren wochenlang über die Ursachen der Finanzkrise. Sensationelle Geschichte, ein absoluter Verkaufsschlager für den Spiegel. Der Spiegel hat Gewinne gemacht ohne Ende. Sie sehen, Qualität kann sich auszahlen, wenn man den Journalisten Zeit gibt. Zweites Beispiel, der Daily Telegraph hat in wochenlanger Recherche von 25 Redakteuren herausgefunden, dass die Abgeordneten sich in England den Rasen auf Staatskosten wählen lassen. War eine tolle Geschichte, der Daily Telegraph hatte Auflagen wie noch nie. Sie sehen, es geht, wenn man will. Das sind eigentlich Beispiele. Jetzt kommt die nächste Folie. Journalismus braucht Zeit. Journalismus braucht vielleicht auch die Zeit. Die Zeit ist ein Beispiel. Wir haben jahrelang Verluste eingefahren. 3-4 Jahre lang. Die Verleger haben gesagt, kein Problem. Wir geben der Zeit Zeit. Wir lassen die Qualität wirken. Und siehe da, ohne Stellenabbau, Qualität kann funktionieren. Jetzt kommt die Zeit der Gewinne. Also, wir sehen, es funktioniert. Jetzt kommt der Werbeblock. Achtung, Schwäbische Post online. Das ist jetzt konkret auf das Internet. Wir haben gemerkt, das Internet kann nicht nur gefährlich sein, siehe YouTube, es kann auch was bringen. 2 Millionen Leute, die die Homepage jeden Tag anklicken, und auch Facebook kann ein Weg sein, dass Zeitungen ins Internet kommen. Ich glaube, die Zeitung hat eine Zukunft, wenn sie sozusagen modern ist. Jetzt kommt jetzt meine Frage. Warum braucht Martin Gerlach die Schwäbische Post oder den kritischen Journalismus? Wir sind, glaube ich, froh, dass wir alle nicht in Anklang wohnen. Wir sind froh, Martin Gerlach ist froh. So, und damit ist mein Vortrag am Ende. Mit keinem Katze. Kein Sex, ein Schwein kam vor, vielen Dank. Der Rest der Zeit können Sie nachdenken, ob es richtig was gesagt hat.